Ja, moin Leute, Ecowerk stellt ja einige verschiedene Staubsaugerroboter her, von denen ich schon viele hier auf meinem Kanal getestet habe. Und heute haben sie mir hier den N8 Plus zugesendet. Ich hatte auch schon den N8 Pro Plus hier bei mir im Test und das hier ist quasi so ein bisschen die abgespeckte, aber auch günstigere Variante davon. Kurzes Hinweis, dieses Video ist unterstützt von Ecowerk, aber sie haben ganz explizit gesagt, dass ich meine Meinung äußern soll und das werde ich natürlich auch tun. Was anderes würde ich auch nicht machen, aber trotzdem danke für die Unterstützung bei diesem Video. Der N8 Plus ist quasi ein N8 Pro Plus, also das Plus steht ja immer für die Absaugstation, also der N8, den ich jetzt hier teste, ist quasi ein N8 Pro ohne TrueDetect 3D. Das ist diese Technik, die zum Beispiel Kabel gut erkennen kann und so, also die quasi vorne in diesem Taster drin sitzt und mit ein ganz klein wenig weniger Saugleistung, nämlich 2300 statt 2600 Pascal. Fangen wir mal von vorne an. Der Roboter ist weiß, was ich sehr passend finde für einen Staubsaugerroboter, um ehrlich zu sein, und er hat vorne einen großen Taster. Dieser Taster ist dazu da, um sich im Raum zu orientieren, um zu merken, dass dort ein Objekt ist. Der drückt dann rein und dann merkt er, okay, dort ist was. Das passiert normalerweise nicht mit hoher Geschwindigkeit, denn oben drauf sitzt so ein kleiner Turm, da ist ein Laser drin und damit orientiert er sich im Raum. Und wenn er dann sieht, dort ist ein Objekt, das größeres, zum Beispiel ein Schrank oder so, dann fährt er bis kurz vor den Schrank auf normaler Geschwindigkeit und wird dann deutlich langsamer und fährt dann nur ganz langsam dagegen, um zu sehen, dass das Objekt auch tatsächlich dort ist. Denn es könnte ja zum Beispiel auch ein Vorhang sein oder so, wo er drunter durchfahren könnte. Aber ich kann eine Warnung geben, der hinterlässt keine Spuren an Möbelstücken oder so. Dann haben wir noch den An- und Ausknopf, einen An- und Ausschalter und dann einen Staubbehälter. Aber es gibt ja auch noch die Absaugstation, da kommen wir gleich noch zu. Unten haben wir dann zwei Bürsten, die quasi das alles so einsammeln in die große Hauptbürste, die das Ganze dann aufsaugt. Und hinten gibt es noch eine Wischeinheit, die auch direkt mitgeliefert kommt. Allerdings zieht er die quasi nur hinter sich her. Deswegen, also das wird jetzt keine Wunder vollbringen beim Wischen, sondern es ist halt wie wenn man mit einem leichten feuchten Tuch irgendwo drüber fährt. So grobe Verschmutzungen gehen damit auf jeden Fall weg. Aber alles, was irgendwie schon ein bisschen länger da ist, wie das mir irgendwie mal eine Erdbeere runtergefallen und ich habe es einen Tag eintrocknen lassen, das kriegt er dann nicht weg. Wenn es frisch ist, ist es aber kein Problem. Aber cool ist, dass er auch eine Teppicherkennung hat. Das bedeutet, wenn diese Wischeinheit hinten dran ist, fährt er damit nicht auf Teppich drauf und hält damit den Teppich trocken. Ja, und wenn ich ihn dann starte, dann fängt er an, das Zimmer von außen abzufahren und dann fährt er in so Schlängelinien das Zimmer von innen ab. Und das kann ich auch in der App live verfolgen, ne? Das ist ganz cool. Aber, und das ist ein Kritikpunkt, den ich schon sehr, sehr lange an der Ecowerk-Reihe habe von den Robotern, er hat nur 2,4 GHz. Und ich denke, in 2021 wäre es einfach langsam mal Zeit, dass wir hier auch 5 GHz WLAN bekommen. Von der Saugkraft her, wie gesagt, sind wir ein ganz kleines bisschen weniger als der N8 Pro, aber ich finde, es ist immer noch vollkommen ausreichend. Also es gab jetzt nichts, was er irgendwie nicht mit aufgesaugt hat, sondern eher das Gegenteil, dass er doch mal irgendwie eine Spielkarte aufgesaugt hat oder so. Also der saugt richtig gut und da kommt auch alles rein. Man muss halt vorher ein bisschen gucken, dass da nichts auf dem Fußboden rumliegt, wie zum Beispiel Spielkarten oder so, die er aufsaugen könnte, weil natürlich kann der die dann nicht wirklich aufsaugen, sondern die bleiben dann in der Bürste hängen. Da gibt einem auch eine Meldung, aber naja, ist halt logisch, ne? Ich kann die Saugkraft wie auch die Wischkraft in 4 Stufen einstellen, was ich ganz cool finde. Ich fand aber die zweite Stufe, die auch die Standardstufe ist, also nicht Eco, sondern die normale Saugstufe, als vollkommen ausreichend, auch weil er dabei nicht sehr laut ist und ich ohne Probleme noch im gleichen Zimmer arbeiten kann. In der zugehörigen App kann ich auch einen Putzplan erstellen, dass ich zum Beispiel dem Roboter sagen kann, er soll jeden Tag um 15 Uhr bei mir die Wohnung saugen. So ist es bei uns und das finde ich mega praktisch. Und in der App kann ich den Staubvorgang starten, ich kann ihn beenden, ich kann ihn zurückfahren lassen zur Station, das Absaugen starten und so. Also es ist ziemlich cool. Und mit Hilfe der True Mapping Funktion, die dieser Roboter unterstützt, erstellt er halt eine Karte, mit die ich auch mir in der App ansehen kann. Und dann bestimmte Bereiche werden dann automatisch erkannt und an die kann ich den Roboter senden, dass er dort putzt. Also zum Beispiel kann ich in der Karte meine Küche auswählen und weil ich dort halt gerade gearbeitet habe, mir ist was runtergefallen, da möchte ich, dass der Roboter nochmal drüber fährt und wischt. Kein Problem, kann ich hier in der App auswählen und dann wischt er nur diesen Bereich. Und wenn er das tut, dann fährt er halt sehr präzise an diese Orte und mit Hilfe des Lasers kann er sehen, wo die Kanten des Raumes sind, weil er auch durch das True Mapping dann irgendwann die Wohnung kennt. Und er fährt gegen Kanten, er hat ja kein TrueDetect 3D, aber sehr, sehr vorsichtig und wie gesagt, er hinterlässt keine Spuren an irgendwelchen Möbelstücken oder so. Cool ist auch, dass ich in der App festlegen kann, in welcher Reihenfolge die Zimmer abgefahren werden sollen.
sollen. Also wenn ich möchte, dass er zum Beispiel immer mit der Küche anfängt, weil dort halt am meisten runterfällt und deswegen es häufig am dreckigsten ist, kann ich damit anfangen und dann die Zimmer in der Reihenfolge auswählen, in der sie abgefahren werden sollen. Und wenn jetzt die Wohnung zu groß sein sollte, als dass er das schafft mit einmal, kann er zwischendurch zur Station zurückfahren, aufladen und dann an der Stelle weitermachen, wo er zuletzt aufgehört hat. Und wenn irgendein Problem auftritt, also zum Beispiel hat er irgendwas eingesaugt, dann gibt er auch eine Meldung an die App aus und die sagt dann, hey, Problem mit der Hauptbürste, da ist irgendwas stecken geblieben, dann kann ich zum Roboter hingehen, das Ganze sauber machen. Die kann man übrigens auch komplett rausmachen, um die zu reinigen, also gar kein Problem. Und dann stelle ich ihn einfach weiter hin. Er orientiert sich wieder und macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Die Putzleistung fand ich bei mir im Test, wie eigentlich bei allen EcoVex-Robotern bisher, echt gut. Also vom Saugen her komplett zufrieden, das hat er richtig gut gemacht. Aber natürlich, weil er rund ist, kommt er nicht immer in alle Ecken rein. Das heißt, circa einmal im Monat ungefähr muss ich dann mit der Hand nochmal die Wohnung durchgehen und so ein paar Ecken, wo er halt sonst nicht hinkommt. Das ist aber okay, weil mir erleichtert es halt wirklich die Arbeit. Sonst in der Woche, weil ich nichts machen muss und einmal im Monat, finde ich das vollkommen okay, dass ich da dann nochmal so die letzten Ecken nochmal durchgehe, wo er nur mit Schwierigkeit hinkommt. Vor allem bei Parkett ist es natürlich gar kein Problem und wie man hier sieht, ist das, was wir am häufigsten haben, beziehungsweise hier Laminat, aber das ist ja von der Oberfläche relativ ähnlich. Wenn er über Teppich drüber fährt, da kann er ruhig 3 bis 4 Mal drüber fahren, weil ein Teppich, da ist halt ein Haufen Staub und da kommt immer noch mal wieder was raus. Ansonsten haben wir bei uns zum Bad hin eine Kante, wo es ein Stück runter geht. Das ist nicht viel, das sind ungefähr 2,5-3 Zentimeter. Und die fährt er auch runter, kommt er dann natürlich nicht wieder hoch. Aber er hat eine Kantenerkennung, also wenn die Kanten so hoch sind, dass er sich irgendwie beschädigen würde, zum Beispiel Treppen oder so, die erkennt er und die fährt er dann auch nicht runter. Da muss man also keine Angst haben, dass er irgendwie die Treppe runterstürzt oder so, das wird nicht passieren. Zum Wischen. Also, der Roboter kann wie gesagt auch wischen, aber wie gesagt, das ist einfach nur wie so ein nasses Tuch, was er hinter sich herzieht. Da kriegt man schon ein bisschen was sauber, also sieht auch schön aus, ne? Ist halt dann so ein feuchter Film auf dem Fußboden und das ist schon sehr schön und sieht auch sehr gut aus. Aber ich muss natürlich dran denken, dass ich die Wischplatte nach dem Saugen und Wischen dann auch wieder entferne, weil auf lange Zeit, wenn ich das nicht mache, dann schimmelt halt sonst der Lappen, der da unten dran ist. Am besten ist natürlich, wenn ich das erst kurz vor Start dran mache, den dann rumfahren lasse und danach wieder abmache. Natürlich ist dieser Wassertank, wie gesagt, der ist zu leicht, der drückt nicht wirklich auf, von daher ist zieht wirklich nur so leicht drüber. Das müsste schwerer sein, damit er wirklich ordentlich wischen könnte, sage ich mal. Es ist so eine okay, aber es ist kein wirkliches Wischen hier. Wie auch schon bei den Vorgängern und Produktgeschwistern, die Osmo Pro Rüttelplatten, die da halt so richtig dann mit Motor wischen, sind da nochmal bedeutend besser, aber die sind nicht mit dem N8 Plus kompatibel. Schön ist wie gesagt, dass er Teppiche erkennen kann und dann dort nicht mit dem feuchten Tuch drauf fährt, sondern die so ein bisschen nur vorne abfährt und dann halt hinten trocken lässt, was ganz cool ist. Aber es gibt da manchmal halt so einen Zentimeter oder zwei, wo er dann halt nicht mit diesem Wischtuch hinkommt. Und wenn man das jetzt ewig macht, dann sieht man das irgendwann. Aber das ist kein Problem. Wie gesagt, wenn man einmal im Monat irgendwie selber nochmal so die letzten Kanten macht, dann ist das kein Problem. Ich muss sagen, wir merken halt trotzdem, dass wir mit diesem Roboter weniger wischen als vorher. Denn naja, auch so ein leichtes Drüberwischen macht halt schon was aus. Und man sieht es auch, aber natürlich muss ich ab und zu, vielleicht einmal im Monat, dann nochmal selbst Hand anlegen, um auch so an die letzten Reste ranzukommen. Einfach weil das Wischen halt, es ist halt wie gesagt nur ein Drüberfahren, ein feuchtes Drüberfahren. Ist aber trotzdem okay und man merkt es. Mir persönlich gefällt es halt, wie viel Flexibilität so ein Roboter schenkt. Ja, also ich kann ihn starten, während meine Frau und ich mit unserem Sohn jeden Tag spazieren sind. Wenn wir nach Hause kommen, ist gesaugt und gewischt und das ist ziemlich cool. Und dann mache ich einmal im Monat nochmal selber was, was ich sonst vielleicht 2-mal die Woche machen würde. Es gibt übrigens 2 Arten von Wischlappen, die ich verwenden kann. Einmal einen wiederverwendbaren Stofflappen, den kann ich auch zum Beispiel in die Waschmaschine werfen. Und es gibt auch so papierartige, die man halt danach dann entsorgen kann. Und dann gibt es ja noch das Plus, nämlich die Absaugstation. Und die Absaugstation ist auch gleichzeitig die Ladestation. Das heißt, dort lädt der Roboter, dort startet er und dort endet er auch. Und wenn er dann wieder ankommt, dann wird der Dreck von unten her aus dem Roboter abgesaugt. Allerdings ist das alles wirklich so fest. Der Roboter verliert also keinen Dreck, wenn er einfach irgendwie rumfährt oder so, sondern es wird dann mit Unterdruck geregelt und dort werden dann Klappen geöffnet und damit wird es dann aus dem Roboter in die Absaugstation hineingesaugt. In der Absaugstation selbst sind dann aber Papierbeutel. Das heißt, da muss ich ab und zu welche nachkaufen. Das muss ich halt einfach in meiner Kostenkalkulation mit betrachten, dass ich da halt 20, 30 Euro im Quartal noch einplane, um da diese neuen Beutel zu kaufen. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich würde halt
lieber, dass da oben auch ein Plastikbehälter drin ist, den ich einfach ausleeren kann und wieder reinmache. Aber auch das ist schon eine lange Kritik bei der Serie und bisher ist es halt so. Funktioniert auch gut und ist für Allergiker wirklich super, weil halt, na, ich werfe es dann einfach weg und habe nicht nochmal dieses Ding, was ich dann auswasche oder so. Aber es wäre halt einfach eine Präferenz von mir. Interessanterweise hatte ich das auch schon bei den letzten Robotern, dass der manchmal die Absaugstation nicht richtig findet. Ich habe sie dann ein Stück gedreht und dann ging es ohne Probleme. Also wer weiß, vielleicht liegt es auch bei mir an der Umgebung, dass da irgendwie zu viel daneben steht oder so, weil Ecovacs eigentlich sagt, da soll einen halben oder einen ganzen Meter nichts daneben stehen. Das geht bei uns nicht ganz. Vielleicht hat das damit was zu tun. Aber bei mir hat er zwei, dreimal die Absaugstation nicht ganz richtig gefunden. Dann habe ich sie ein Stück gedreht und seitdem geht's. Also keine Ahnung, woran das lag. Es gibt aber noch eine Kritik zum Absaugen, denn dieses Absaugen ist relativ laut. Ich kann das ausschalten, ja, wenn ich das nicht möchte, aber wenn mein Kind halt gerade eingeschlafen ist und dann fängt diese Absaugstation an, dann ist mein Kind danach wahrscheinlich wieder wach. Ja, ist halt eine Sache, will man das haben oder will man das nicht haben. Man muss es ja nicht machen, wenn das Kind da gerade schläft. Ist halt einfach nur ein Hinweis, den ich an der Stelle geben möchte. Die ist halt tatsächlich relativ laut, weil die muss halt aus dem Roboter unten die Klappen öffnen und das dann raussaugen und dann ein Stück nach oben in den Beutel rein. Und das hört man schon, das hat schon ordentlich Lautstärke. Aber naja, vielleicht lässt man den Roboter auch nicht fahren, wenn das Kind schläft. Der Akku bei diesem Roboter hält ungefähr 110 bis 120 Minuten und braucht dann ungefähr 4 Stunden, um wieder aufzuladen. Das hat bei uns aber für unsere 90 Quadratmeter problemlos gereicht. Es gibt auch die Möglichkeit, 2 Stockwerke als Karten einzuspeichern. Das heißt, ich setze ihn einfach ins neue Stockwerk und dann speichert er dort auch nochmal eine Karte. Allerdings kann ich maximal 2 Karten speichern. Das ist hier das Maximum. Wenn ich mehr brauche, dann muss ich auf ein höheres Modell zurückgreifen, wie zum Beispiel den T9. An sich ist es aber ein tolles Teil und der macht es gut und vor allem, dass ich auch schon 2 Etagen verwenden kann, ist halt schon eine schöne Sache. Die App funktioniert inzwischen auch richtig gut, also da kann ich alles Mögliche zu dem Roboter einstellen, dort ist halt, ja, dort findet alles statt, was irgendwie mit der Konfiguration des Roboters zu tun hat, ich kann sehen, wo er ist, ich bekomme Fehlermeldungen und so weiter und so fort. Und inzwischen gibt es da auch, wie vor 2 Jahren, keine Verbindungsprobleme mehr oder so, sondern es hat wirklich immer problemlos funktioniert, egal wo ich war, wann ich war, ob ich zu Hause war oder nicht, ich konnte immer den Roboter steuern und starten und das ist richtig cool. Was auch cool ist, die App zeigt mir die Lebensdauer von verschiedenen Teilen an und sagt mir halt zum Beispiel, okay, du solltest jetzt mal die Seitenbürsten wechseln, die sind jetzt wahrscheinlich ausgenudelt, weil die halt schon so lange im Einsatz sind. Der Preis für diesen Roboter liegt bei 600 Euro und das ist schon ein Happen, muss man ganz ehrlich sagen, ja, es ist jetzt nicht der teuerste Ecovacs-Roboter, aber es ist auch nicht der günstigste. Natürlich kann ich sparen, wenn ich die Absaugstation nicht mit dazu nehme, dann ist es auch ein bisschen günstiger, aber ich sag mal, 600 Euro ist hier UVP. Das bezahle ich natürlich nicht, sondern ich gucke dann, dass ich irgendwo Angebote finde und so. Ich lasse einfach mal Links in der Beschreibung da, da könnt ihr ja mal gucken. Und dann kriegt man den wahrscheinlich auch günstiger. Aber es ist natürlich trotzdem was, was man sich gönnen möchte. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie ein 50-Euro-Ding, was man sich da hinstellt, sondern es ist schon ein bisschen teurer. Aber er macht halt auch wirklich einen guten Job. Und man muss auch sagen, inzwischen sind die Dinger ziemlich ausgereift. Ich nutze die ja schon jetzt seit Jahren. Die funktionieren richtig gut, der Algorithmus funktioniert richtig gut, die Orientierung ist klasse, er macht keine Streifen irgendwo dran oder so, weil er irgendwo dagegen fährt. Und er putzt wirklich zuverlässig die Wohnung. Wie gesagt, es gibt keine Rüttelplatte dazu, den Osmo Pro, der das sonst auch ein bisschen teurer macht. Das haben wir hier nicht, dadurch ist es auch ein bisschen günstiger. Und dann, wie gesagt, haben wir auch kein True Detect 3D, was wir beim N8 Pro haben. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in einem Büro, wenn er in einem Büro saugen soll, wo viele Kabel sind, dann ist es empfehlenswert, tatsächlich auf den N8 Pro zu gehen oder vielleicht auch den T8 oder T9, die halt das True Detect 3D haben, damit er sich in diesen Kabeln nicht verheddert. Also wie gesagt, man muss einfach nur bedenken, dass man ab und zu mal neue Beutel für die Absaugstation braucht. Aber ansonsten ist das hier wirklich eine solide Entscheidung für so einen Roboter, an der man auch sehr lange Freude hat. An und für sich wirklich ein gutes Gerät, macht Spaß damit zu putzen. Wie gesagt, wer Kabel hat, viele, der sollte vielleicht nach einem mit True Detect 3D gucken. Aber ansonsten ist das hier ein solider Roboter zu einem, ich denke, soliden Preis, wie gesagt, keiner bezahlt UVP, sondern das findet man günstiger. Schaut da also einfach mal mit Preissuchmaschinen und so und da werdet ihr bestimmt auch zu einem besseren Preis fündig. Dann bedanke ich mich ganz freundlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.